Herzlich willkommen zu einem neuen Seminar oder zu einem neuen Webinar der Firma Evolution International mit mir, Christine Baumann. Ich freue mich, dass wir uns heute mit dem Thema natürliche Unterstützung für den gesunden Schlaf beschäftigen dürfen. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Schlafstörungen zu einer Gefahr für die Volksgesundheit geworden sind. Wir wissen, dass bis zu 50% der Bevölkerung in unseren Breiten zeitweise oder auch dauerhaft von Schlafstörungen betroffen sind. Schlafstörungen gehören mit Sicherheit zu den häufigsten Gründen, warum ein Therapeut aufgesucht wird. Also gerade in den naturheilkundlichen Praxen ist es so, dass man wirklich eine große Zahl an Menschen trifft, die auch das Thema Schlafstörungen als Symptom mitbringen und als Problem mitbringen, das sie gerne über naturheilkundliche Mittel lösen möchten. Ganz allgemein unterteilt man in Ein- und Durchschlafstörungen. Einschlafstörungen, wie der Name sagt, sind diejenigen, wo wir lange wach liegen und einfach nicht zur Ruhe kommen und nicht in den Schlaf hineinfinden. Durchschlafstörungen sind diejenigen, wo wir zwar eingeschlafen sind, aber dann wieder aufwachen. Und zwar ist damit nicht das einmalige Aufwachen nachts gemeint, weil man vielleicht mal Wasser lassen gehen muss, sondern das ist wiederholtes Aufwachen und dann meistens auch mit dem Problem verbunden, nicht wieder einschlafen zu können. Wenn der Schlaf fehlt, egal ob es am späten Einschlafen oder am Nicht-Durchschlafen können liegt, dann findet verständlicherweise keine oder zu wenig Regeneration statt, was dann dazu führt, dass natürlich die Leistungsfähigkeit auf Dauer herabgesetzt wird. Wenn das mal eine oder zwei Nächte so ist, weil wir vielleicht in ungewohnter Umgebung schlafen oder weil gerade viele aufregende Dinge um uns herum passieren oder weil uns vielleicht auch mal Sorgen plagen, dann kann der Körper das sehr, sehr gut kompensieren. Es ist ja ohnehin immer wieder ein Faszinosum, was der menschliche Körper alles kompensieren kann und wie lange er kompensieren kann. Aber wenn das eben auf Dauer geht, dann bedeutet das natürlich irgendwie auch, dass sich die Leistungsfähigkeit verschlechtert. Ein ganz massiver Punkt ist auch, dass wir wissen, dass insbesondere seelische Ereignisse und psychische Zustände über Schlaf und Traum verarbeitet werden. Das heißt, die Verarbeitung von dem, was uns tagsüber seelisch belastet, findet nicht statt, wenn wir nicht ordentlich durchschlafen können, findet nicht statt, wenn wir nicht wirklich in Traumphasen auch kommen und wenn wir nicht wirklich in Tiefschlafphasen kommen, wo dann das Unterbewusstsein sozusagen für sich arbeiten kann. Die Folge ist natürlich, dass wir umso empfindlicher werden, dass die Sorgen umso größer werden, weil wir es eben nicht schaffen, sie zu verarbeiten, was dann in der Folge auch bedeutet, dass wir wieder schlechter einschlafen, weil umso mehr auf unseren Schultern lastet. Das kann also ein ziemlicher Teufelskreis sein, der es sozusagen immer weiter in die Tiefe zieht. Wenn anhaltend Schlafstörungen bestehen, dann gibt es eben Statistiken. Ich finde das immer ganz schwierig, sowas in Zahlen festzuhalten, aber die Statistik sagt eben, dass die Leistungsfähigkeit um bis zu 70% reduziert wird. Das heißt, jemand, der schläft, der nicht gut schläft, der dauerhaft nicht gut schläft, kann also definitiv nur noch 30% von dem schaffen, was er eigentlich schaffen könnte, wenn er gut schlafen, gut regenerieren könnte. Wie gesagt, ich finde das mit diesen Statistiken immer ganz schwierig und ich finde es ganz schwierig, das in Zahlen zu fassen, weil subjektiv gesehen sieht das sicherlich nochmal ganz anders aus. Es gibt Menschen, die sagen, mit einer Nacht nicht geschlafen zerreiße ich gar nichts mehr. Und ich finde das auch legitim. Das ist auch ein bisschen, ehrlich gesagt, Typsache. Und es kommt auch so ein bisschen natürlich darauf an, was alles geschafft werden muss im Folgetag. Die Folgen von gestörtem Schlaf sind ziemlich vielseitig. Und da kommen wir dann auch letztlich wieder auf die Gefahr für die Volksgesundheit, weil das Problem ist ja nicht nur, dass man einfach mal nicht gut schläft und dann vielleicht weniger Leistungsfähigkeit ist und weniger leistungsfähig ist, sondern die Folgen von gestörtem Schlaf, die zwicken und zwacken eigentlich an allen Ecken und Enden. Wir können uns nicht mehr richtig konzentrieren und vergessen Dinge stärker. Und wenn wir dann Dinge vergessen haben, dann fallen uns die gerne nachts wieder ein, wenn wir ins Bett gehen.
Und dann plagt uns das schlechte Gewissen und wir können wieder nicht einschlafen. Und dann ergibt sich daraus auch eben ein Teufelskreis. Dadurch, dass wir nicht seelisch verarbeiten, steigt natürlich auch die Reizbarkeit und die Stimmungslage verschlechtert sich deutlich. Tatsächlich können auch aus so einer Schlafstörung dauerhafte depressive Verstimmungen entstehen, bis hin sogar zur Suizidgefahr, weil Menschen einfach das, was sie seelisch verarbeiten müssten, nicht verarbeitet bekommen und dann immer weiter abrutschen und immer weiter sozusagen sich die Lage, die emotionale Lage verschlechtert. Gibt ja den alten Spruch, schläfst mal drüber und dann schaut die Welt gleich anders aus. Und das funktioniert halt eben dann nicht mehr, wenn man nicht mal drüber schlafen kann. Dass die Leistungsfähigkeit gemindert wird, haben wir schon festgestellt. Es ist aber auch so, dass wir körperlich Probleme entwickeln. Einerseits ist es so, dass unsere Verdauungsorgane meistens dann auch nicht mehr so richtig gut regenerieren können. Unsere Leber regeneriert sich eigentlich im Schlaf. Das heißt, wir stören den inneren Alchemisten und wir wissen ja, wie wichtig der innere Alchemist ist für unsere Grundgesundheit. 80% unserer Immunzellen sitzen entlang des Darmes. Wenn der innere Alchemist gestört ist, wenn dieser ganze Verdauungstrakt nicht so arbeiten kann, wie er arbeiten soll, dann ist also hier einerseits natürlich die Verdauung gestört und andererseits auch unser Immunsystem ganz stark herabgesetzt. Ganz abgesehen davon, dass diese seelische Komponente ja unser Immunsystem auch stark belastet. Schlaf ist also essentiell wichtig dafür, dass wir uns gut wehren können gegen irgendwelche Viren oder bakteriellen Angreifer. Wir wissen auch, dass die Schmerzwahrnehmung stark zunimmt. Wenn wir nicht schlafen können, ist es so, dass Schmerzen, die sonst vielleicht gar nicht wahrgenommen werden, plötzlich exorbitant groß werden. Was dann häufig dazu führt, dass Menschen vermehrt zu Schmerzmitteln greifen, was dann wieder das ganze System belastet, was also auch wieder so ein Teufelskreisprinzip in sich trägt. Die Unfallwahrscheinlichkeit erhöht sich natürlich, und da sind wir eben bei dieser Volksgesundheit, die damit angegriffen ist. Wenn jetzt jemand dauerhaft nicht gut schläft und er sich nicht gut konzentrieren kann, dann passieren natürlich auch Flüchtigkeitsfehler. Das kann zu Hause im Haushalt sein, dass man sich schneller irgendwo in den Finger schneidet, wenn man dann versucht, Gemüse zu schnibbeln. Schlimm genug, da betrifft es aber nur einen selber. Das kann aber genauso gut eben auch im Verkehr passieren, wenn man ein Auto lenkt und einen Sekundenschlaf hat oder noch nicht mal unbedingt, weil man einschläft, sondern einfach, weil man sich nicht gut konzentrieren kann und dann vielleicht irgendwie einen Verkehrsteilnehmer übersieht, kann es eben gehäuft zu Unfällen kommen. Und dann betrifft es nicht nur einen selber, sondern dann betrifft es eben andere auch. Man hat Studien und Befragungen gemacht und festgestellt, dass sich bei Menschen, die schlecht schlafen, auch die Lebensführung verschlechtert, der Ernährungszustand sich verschlechtert, weil natürlich die Motivation, sich gesund zu ernähren, immer kleiner wird. Wenn man ganz müde ist und nicht wirklich mehr für sich kochen möchte, dann neigt man dazu eher, dann auf Junkfood und Fertiggerichte zuzugreifen, was dann nach sich zieht, dass man meistens noch mal schlechter schläft, weil die ja ziemlich schwer auf unserer Verdauung unter Umständen liegen, beziehungsweise fehlen dann Mikronährstoffe, die wir eigentlich für den Schlaf dringend brauchen würden, was also auch nicht nachhaltig ist. Auch Sport und Bewegung sind natürlich herabgesetzt. Wenn wir müde sind und kaum von der Couch hochkommen, dann ist nichts mit dem Waldspaziergang oder mit dem Fitnessstudio. Was aber so wichtig wäre, weil eben gerade die körperliche Betätigung ja auch ein Faktor ist, warum wir zufrieden und entspannt einschlafen können. Also das heißt, gestörter Schlaf füttert sich immer irgendwie selber. Und wenn man mal so in diesem Fahrwasser drin ist, dann ist es gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen, weil all die Dinge, die aus dem gestörten Schlaf folgen, im Prinzip die Schlafstörung nochmal fördern. Es gibt unzählige Ursachen für Schlafstörungen. Ich habe mal ein paar einfach jetzt versucht, hier mit aufzulisten, aber im Prinzip ist es so, dass das ausgesprochen individuell ist und die Gründe für die Schlafstörungen so vielseitig sind, wie die Patienten, die sie in die Praxis bringen, selbst. Natürlich ist mit einer der häufigsten Ursachen das Thema psychische Belastung, wenn Menschen jetzt in besonders großen Stressphasen stecken,
Wenn besonders viel Arbeit ist, dann nimmt man die gerne mit nach Hause. Dann hat man tagsüber irgendwie auch keine Zeit, das Gehirn mal so vor sich hin blubbern zu lassen. Und dann wird alles irgendwie am Abend in der Regenerationsphase verarbeitet oder versucht zu verarbeiten, was in der Regel dann nicht gelingt. Und dann grübelt man und grübelt man und grübelt man nach und macht tausend Pläne, was am nächsten Tag noch alles getan werden muss. Also das ist ein wichtiger Faktor. Aber manchmal ist es gar nicht so, dass es viel Arbeit ist oder das spannende Projekt, was einen jetzt wach hält, sondern vielleicht ist es manchmal auch zu wenig Arbeit und daraus resultieren dann Sorgen. Oftmals ist ja der Stress der gefährlichere, den wir nicht als solchen wahrnehmen. Also nicht der Stress, den wir spüren, wo wir sagen, jetzt ist gerade viel zu tun, jetzt muss ich irgendwie tausend Dinge erledigen und an tausend Dinge denken, sondern der subtile Stress, dieser kleine Sorgendämon, der so hier hinten im Nacken sitzt und einem immer irgendwie so ins Genick pickt und sagt, da gibt es noch Dinge, die ungelöst sind. Das können finanzielle Sorgen sein, das können gesellschaftliche Sorgen sein, das können gesundheitliche Sorgen sein, das ist ausgesprochen vielseitig. Also sicherlich ist das eine der Hauptursachen dafür, dass Menschen nicht einschlafen oder auch, dass sie nicht mehr einschlafen können, wenn sie nachts aufwachen, dass dann eben das Kopfkino losgeht und irgendeine psychische Belastung sich dem in den Weg stellt. Hormonelle Gründe können für Schlafstörungen sorgen. Und wir kennen das vor allen Dingen oder bekannt ist das vor allen Dingen von Frauen in den Wechseljahren, die eben dann im Rahmen dieser hormonellen Veränderungen im Wechsel anfangen, mit der Körpertemperatur Probleme zu haben, zu schwitzen und dann nachts aufgrund des Schwitzens aufzuwachen. Manche schwitzen auch gar nicht und wachen aber trotzdem auf, weil einfach die Hormone Achterbahn fahren. Das betrifft aber gar nicht nur Frauen in den Wechseljahren. Erstens ist es so, dass Männer durchaus auch Wechseljahre erleben, auch wenn die sehr viel subtiler ablaufen und weniger zyklisch ablaufen. Gibt es das bei Männern auch, dass sich hormonelle Verschiebungen ergeben? Und auch bei Männern kann es sein, dass daraus Schlafstörungen entstehen. Es gibt aber dieses Phänomen durchaus auch in der Pubertät schon bei beiden Geschlechtern, wenn also die Hormone sich das erste Mal anpassen sozusagen, dass man da dann schlechter schläft. Da müssen sich die Synapsen ja alle nochmal neu verknüpfen und das macht natürlich auch mit dem Schlaf und der Regeneration was. Und Stresshormone, die schauen wir uns gleich mal genauer an, weil die eben ein ganz großer Faktor sind, die spielen da natürlich auch mit rein und spielen aber mit der psychischen Belastung, die ich vorher genannt habe, zusammen. Über Serotonin und Melatonin unterhalten wir uns nachher auch noch. Serotonin ist sozusagen unser Glücks- oder einer unserer Glücksbotenstoffe, unser guter Launestoff, der macht uns konzentriert und fröhlich. Und Melatonin ist dann das Derivat, das aus diesem Glücksbotenstoff entsteht, das uns hilft beim Einschlafen und beim Regenerieren. Und wenn hier Störungen vorhanden sind, dann kann es eben sein, dass wir nicht mehr schlafen können. Die Schilddrüse kann uns wachhalten, also auch Schilddrüsendysfunktionen. Klassischerweise kennt man es von der Überfunktion. Bei der Überfunktion ist es so, dass die Patienten gerne innerlich unruhig und hibbelig sind. Aber es gibt auch Patienten, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, beziehungsweise ist das heute auch gar nicht mehr ganz so klar zu unterscheiden. Man spricht heute ganz häufig von Dysfunktionen, weil Schilddrüsenwerte auch gerne mal schwanken. Und dann wird es ganz schwierig mit dem Schlafen. Was manche Menschen wach hält, sind körperliche Probleme wie Schmerzen. Wenn man immer Kreuzschmerzen hat und diese Kreuzschmerzen sich auch nachts nicht verabschieden, dann kann das schon sein, dass einen das vom Schlafen abhält. Wenn man sich verletzt hat und der Arm gebrochen ist und schmerzt, dann ist es mit dem Schlafen auch ganz furchtbar schwierig. Verdauungsprobleme, Folgen aus Schlafstörungen verursachen aber auch Schlafstörungen, wenn man immer mit dem Darm zu kämpfen hat und immer einen aufgeblähten Bauch hat. Dann kann das ein Grund sein, warum man nicht gut einschläft, warum man nachts wach liegt, warum man nachts nicht weiß, wie man sich hinlegen soll und warum man die ganze Nacht eigentlich irgendwie mit seinem Bauch beschäftigt ist, anstatt wirklich in den Tiefschlaf zu gelangen. Restless Legs ist ein Phänomen, was viele vom Schlafen abhält. Das ist einfach so ein Zustand, bei dem die Beine so einen Unruhezustand haben, oftmals auch ein Zucken oder ein Zittern, manchmal auch sich tatsächlich Krämpfe dann entwickeln. Das kann was mit Mikronährstoffmängeln zu tun haben. Da gibt es verschiedene Ursachen. Das kann genetisch bedingt sein. Das kann im Rahmen von Diabetes beispielsweise auftreten oder als Alterserscheinung auftreten. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unangenehmes Phänomen, was Menschen wirklich richtig lange wach halten kann. Natürlich machen äußere Einflüsse ein Problem im Zweifelsfalle. Wenn wir
direkt an der Straße schlafen sollen und nicht bei geschlossenem Fenster schlafen können, weil die Luft im Raum natürlich auch was mit unserem Schlaf macht, dann ist das ein großes Problem, wenn da eine Straße ist und das eben die ganze Nacht da der Autolärm ist. Das gewöhnt man irgendwann, wenn man da dauerhaft dran lebt, nimmt man das nicht mehr ganz so sehr wahr, aber es ist so, dass nachweislich der Schlaf einfach schlechter ist, auch wenn man sich an den Lärm, der rundherum ist, gewöhnt hat. Wenn zu viel Licht da ist, das ist auch ein bisschen Typsache. Manche Menschen brauchen den Raum wirklich vollständig und komplett abgedunkelt, damit sie überhaupt schlafen können. Bei anderen reicht es, wenn ein Vorhang vorgezogen ist und noch ein bisschen Licht reinfällt. Dieser Lichteinfall hat einfach auch was zu tun mit unserer Melatoninproduktion. Wenn zu viel Licht da ist, dann wird einfach Melatonin nicht produziert oder zu wenig produziert und dann ist es ganz schwierig mit Einschlafen. Natürlich ist der Schlafplatz ein ganz ein großes Thema. Also Schlafplatzuntersuchung ist was, wenn man jetzt wirklich dauerhaft schlecht schläft und sagt, eigentlich gibt es gar keinen Grund, ich habe gar nicht wirklich so viel mehr Stress als andere und eigentlich verarbeite ich den ganz gut und nehme den nicht mit nach Hause. Aber sobald ich im Bett liege, wälze ich mich von links nach rechts und kann nicht schlafen, dann tut man sehr, sehr gut daran, mal drüber nachzudenken, passt die Matratze noch? Ist die vielleicht irgendwie schon durchgelegen? Oder ist die einfach vielleicht überhaupt die falsche für mich? Oder ist es vielleicht so, dass es am Schlafplatz Störungen gibt, die mich wach halten, die mich unruhig machen, die meine Regeneration einfach stören? Schlafstörungen können auch von systemischen Ursachen kommen. Beispielsweise ist es so, dass die Schlafstörung oder das nächtliche Erwachen auch der Schmerz der Leber ist. Da denken viele immer an die Organuhr und dann muss es zu einer bestimmten Zeit sein, wo man dann sagt, das ist die Leberzeit und wenn man immer zur Leberzeit aufwacht, dann muss man mal gucken, wie es der Leber geht. Wenn Sie mich fragen, ist nächtliches Erwachen etwas, was immer mit der Leber zu tun hat? Ja, natürlich gibt es die Leberzeit und den Gallenkreislauf und so weiter, aber nächtliches Erwachen ist für mich immer der Schmerz der Leber. Das heißt, ich würde bei jemandem, der Schlafstörungen hat, im Sinne von nicht durchschlafen können, immer auch zusehen, dass man die Leber mit ins Konzept mit einbezieht. Und wenn es nur dadurch ist, dass er einfach regelmäßig Bitterstoffe zuführt, das wäre sowieso für uns alle gesund. Die Ernährung kann ganz viel mit dem Schlaf machen. Zum einen ist es so, dass einige Lebensmittel vielleicht eher anregend wirken und einen eher wach machen. Was das für Lebensmittel sind, ist übrigens ausgesprochen individuell. Zum anderen ist es so, dass wenn man zu spät, zu schwer ist, dann ist einfach mit Schlafen auch nichts, weil die Verdauung noch so aktiv und so akut aktiv ist, dass man noch nicht wirklich in den Schlaf findet. Es kann auch sein, es ist ja heute sehr modern, auch Low Carb sich zu ernähren und das ist auch in ganz vielen Fällen durchaus gesund. Es gibt aber so Kandidaten, die, wenn sie abends gar keine Kohlenhydrate bekommen, einfach nicht mehr einschlafen können. Das sind insbesondere diejenigen, die von Haus aus einen eher niedrigen Blutdruck haben. Da ist es einfach so, dass wenn der Blutdruck von Haus aus niedrig ist und dann gibt es abends keine Kohlenhydrate, dann ist weniger Versorgung irgendwie im Kreislauf vorhanden. Dann legen die sich hin, dann sagt der Blutdruck noch ein bisschen ab und dann sagt das Gehirn, nee, wir schlafen jetzt nicht ein, weil wenn wir jetzt hier einschlafen, dann geht der Blutdruck nochmal weiter runter und dann kommt bei mir hier oben Oberstübchen keine Versorgung mehr an und damit kann ich nicht leben. Das Gehirn liebt Kohlenhydrate. Das muss man erst überreden, was anderes anzunehmen. Deswegen kann es eben bei diesen Niederblutdruck-Typen sinnvoll sein, dass die abends nicht ganz auf Kohlenhydrate verzichten. Das heißt nicht, dass man sich deswegen jetzt unbedingt abends einen Teller Pasta reinziehen muss, sondern das heißt, dass vielleicht einfach irgendwie eine kleine Portion an Kohlenhydrat gerne da sein darf. Und wenn es eine Spätmahlzeit ist, die ein paar Cashewnüsse enthält, die viel Tryptophan enthalten, was gut ist für unseren Schlaf, und sich ein bisschen Honig zum Beispiel drüber macht. Das reicht schon, 1-2 Löffelchen Honig als Spätmahlzeit sozusagen mit dazugegeben, als Kohlenhydrat-Spritze für das Gehirn, damit dann das Einschlafen auch gut gelingen kann. Einschlafen ist ein aktiver Prozess, das heißt, dafür muss auch ausreichend Kraft vorhanden sein. Das muss man sich immer auch bewusst machen. Das gilt nicht für alle. Es gibt ganz viele, die sehr, sehr gut schlafen, auch wenn sie abends gar keine Kohlenhydrate essen. Da geht es einfach wieder darum, dass man rausfindet, was für ein Typ bin ich denn.
Medikamente zum falschen Zeitpunkt eingenommen oder auch Nahrungsergänzungsmittel zum falschen Zeitpunkt eingenommen können bei manchen Menschen auch dazu führen, dass sie schlecht schlafen. Also Eisenpräparate zum Beispiel. Eisenpräparate wirken eher anregend, das heißt, die würde ich eher in den Vormittag geben und nicht unbedingt zur späten Nachtzeit geben. Die Aminosäure L-Tyrosin ist ein super Antidepressivum und ein super Stoffwechselaktivator, ist aber auch was, was eben in die Tagesenergie gehört und eigentlich nicht unbedingt am Abend gegeben werden soll. Auch B-Vitamine können bei manchen Menschen anregend wirken. Das ist nicht bei allen so. Es gibt tatsächlich Menschen, die sehr, sehr gut schlafen, wenn sie B-Vitamine am Abend nehmen, weil B-Vitamine ja auch gut für die Nerven sind. Aber es gibt eben Menschen, die können nicht einschlafen, wenn sie B-Vitamine abends einnehmen. Da gilt es eben einfach für sich selber zu testen, was für ein Typ bin ich, was funktioniert gut, aber einfach mal bedenken, wenn man irgendwie nicht in den Schlaf findet, was habe ich denn wann eingenommen und kann ich es vielleicht 2 Stunden früher einnehmen, damit ich es besser verarbeiten kann. Ich habe gesagt, die Stresshormone, die schauen wir uns an, weil die in dem Zusammenhang so wichtig sind. Ich würde Ihnen gerne einmal hier die Cortisolkurve vorstellen. Cortisol ist unser Tagesstresshormon. Also unser Hormon, das uns sozusagen überhaupt einen Tageszyklus ermöglicht. Wir haben ja verschiedene Wege, hormonell mit Stress umzugehen und die ganz akuten Situationen, da reagiert zunächst mal Adrenalin und Noradrenalin, wenn wir vom Säbelzahntiger davonlaufen müssen oder gegen ihn kämpfen müssen. Und Cortisol reagiert eigentlich erst im Dauerstress, was aber nicht heißt, dass im Normalzustand kein Cortisol da ist. Im Gegenteil, es ist eben so, dass wir das Cortisol brauchen. Cortisol wird ungefähr ab 5 Uhr morgens vermehrt ausgeschüttet, damit wir überhaupt wieder in einen Wachzustand kommen. Und in dem Moment, wo wir aufwachen, geht die Kurve erstmal steil nach oben, so wie wir das hier sehen können. Also dieses erste Viereckchen wäre der Zeitpunkt, wo wir aufgewacht sind. Das zweite Viereck ist quasi eine halbe Stunde danach. Das heißt, hier geht die Kurve erstmal steil nach oben. Es wird erstmal viel Cortisol ausgeschüttet, damit wir überhaupt in die Tagesenergie kommen, damit unser ganzer Stoffwechsel in Schwung kommt, damit wir in Schwung kommen. Das fällt dann auch recht schnell wieder ab, ungefähr auf das Niveau, auf dem wir aufgestanden sind, vielleicht auch ein kleines bisschen drüber. Und dann haben wir eben über den Tag verteilt, so eine Kurve, wo das ganz langsam sich dann in einen Bereich bewegt, der dann unterhalb von diesem Aufwachwert ist. Sie sehen hier im Hintergrund die Farben, mit Farben angedeutet. Es gibt da einen relativ großen Referenzspielraum. Dieser ganze grüne Hintergrund sagt, hier wäre eine Cortisolkurve noch normal. Wichtig ist einfach, wenn man das jetzt misst, man kann das über einen Speichel über eine Speicheluntersuchung messen. Das heißt, man spuckt mehrmals am Tag ins Röhrchen und schaut sich dann an, was macht der Körper denn so mit den Stresshormonen. Wichtig ist eben, dass dieser zweite Wert über 1 geht. Und wichtig ist dann, dass dieser Abendwert wieder nach unten geht. Wenn jetzt wir wenn wir kurzen Stress haben, dann passiert mit der Cortisolkurve meistens noch gar nicht so viel. Vielleicht gibt es dann hier mal tagsüber eine kurze Spitze, die aber dann auch wieder absinkt. Die sehen wir im Speichelbefund in aller Regel nicht, wenn wir nicht gerade unmittelbar nach dem Streit mit unserem Chef ins Röhrchen gespuckt haben. Dann fällt uns das gar nicht auf, weil der Körper da relativ schnell reagiert. Wenn wir aber in einem Dauerstresszustand sind, dann erhöht sich erstmal die gesamte Kurve. Das heißt, wir schießen erstmal hier in diesen gelben Bereich rauf und das Problem ist meistens gar nicht unbedingt, wenn ein Wert mal raufgeht, also wenn dieser Morgenwert hier ein Stückchen raufgehen würde und dann würde alles wieder abfallen, kommen wir damit auch noch sehr gut zurecht. Das Problem ist eher, wenn jetzt hier diese Tageskurve in einem Bereich bleibt, in dem gelben Bereich bleibt, weil wir dann hier nicht mehr richtig gut in die Regeneration kommen. Das heißt, dann schafft es der Körper einfach nicht mehr, das Cortisol so rechtzeitig abzubauen, dass wir dann gut in den Schlaf finden können. Und das macht sich eben bemerkbar in vor allen Dingen darin, dass wir nicht mehr einschlafen können, dass wir abends im Bett liegen und grübeln und grübeln und grübeln und nicht mehr richtig gut zur Ruhe kommen. Wenn das ganz lange so ist und lange so andauert, dann ist es so, dass sich die Nebenniere irgendwann mal erschöpft und dann landen wir irgendwann mal hier in diesem roten Bereich. Der Körper bildet einfach kein Cortisol mehr oder zu wenig Cortisol und dann sind wir in so einem Dauererschöpfungszustand, wo wir dann eigentlich nur noch schlafen könnten vom Gefühl her, wo wir meistens aber dann auch nicht mehr wirklich einschlafen können, weil wir unseren Rhythmus verloren haben. Und damit wir gut schlafen können, brauchen wir einfach unseren
menschlichen, unseren ureigenen Rhythmus, dem wir so folgen können. Wenn der gestört ist, sowohl in die eine oder als auch in die andere Richtung, dann ist es mit dem Schlaf einfach ganz schnell dahin. Drum ist diese Cortisolkurve so wichtig und drum macht es durchaus Sinn, sich sowas zum Beispiel auch mal anzugucken im Rahmen der Therapie und zu checken, wie stehe ich denn eigentlich da von meinem Tagesprofil her. Es ist nämlich so, dass guter Schlaf im Tagesverlauf vorbereitet wird. Also es nützt nichts, irgendwelche Übungen zu machen 5 Minuten, bevor wir schlafen gehen. Das kann schon hilfreich sein. Da gibt es Möglichkeiten, über autogenes Training oder Meditation zu arbeiten oder auch bestimmte Körperübungen, die man machen kann, die einen in die Regeneration bringen und die sehr, sehr hilfreich sein können. Aber langfristig ist es so, dass guter Schlaf einfach über einen Tag vorbereitet wird. Das heißt, wenn wir über den Tag verteilt immer mal wieder Inselphasen haben, Pausen haben, wo wir abschalten können, wo wir vielleicht auch schon mal anfangen können, Dinge zu verarbeiten, weil wir einfach 10 Minuten Zeit haben oder unserem Gehirn 10 Minuten Zeit geben können, vor sich hin zu blubbern und einfach mal ins Leere zu gucken und zu sinnieren, was so über den Tag gelaufen ist und noch laufen muss, dann müssen wir abends weniger davon erledigen. Und dann kommen wir abends besser in die Regeneration. Das heißt, es lohnt sich wirklich, dass man sein Tagespensum so plant, dass es machbar ist, dass man nicht jeden Tag mit dem Gefühl ins Bett geht, ich habe es nicht geschafft. Das summiert sich, das schaukelt sich auf und das ist was, was einen unglaublich erschöpft und was tatsächlich dann auch einen am Einschlafen hindert. Wir haben alle mal Phasen, in denen uns das nicht gelingt. Wir haben alle mal Phasen, in denen es einfach härter läuft und in denen das Tagespensum vielleicht auch nicht geschafft wird. Aber langfristig ist es ganz wichtig, dass man hier ansetzt und dass man wirklich schaut, was ist wirklich machbar und was geht einfach weit über die Grenze hinaus, die ich zu leisten bereit bin. Wenn man Sport betreibt, Sport ist unglaublich wichtig, auch zum Abschalten, auch zum Verarbeiten von Stress ist Sport unheimlich wichtig, Sport und Bewegung, die Muskulatur muss belastet werden. Aber es lohnt sich schon, dass man jetzt stark aufputschende Sportarten oder Trainingseinheiten eher in die Morgenstunden verlegt. Das heißt, was sich ganz hervorragend eignet, wobei es auch ganz schwierig ist, da eine Empfehlung zu geben, weil es wirklich einfach auch wieder unterschiedlich ist und Typsache ist. Aber in aller Regel eignet sich so eine entspannte Cardio-Einheit, Joggen oder Fahrradfahren, am besten im Freien, im Wald, sehr schön als Abendsport, um sozusagen das Tagespensum abzuschließen und runterzukommen. Ich sage aber bewusst eine entspannte Cardio-Einheit. Alles, was jetzt irgendwie so in den HIIT-Bereich gehen würde, wo man also wirklich mit hohen Pulsen auch arbeitet, wo man Intervalltraining macht und wo man versucht, Dinge aufzubauen, das wäre schon wieder was, was einen eher putscht. Und was ich jetzt nicht zu spät in den Abend legen würde. Auch bei Kraftsport ist es so, dass der nicht zu spät am Abend stattfinden sollte. Ja, ich persönlich finde, die beste Zeit für Kraftsport ist frühmorgens. Das ist aber auch ein bisschen Typsache. Es gehen viele gerne abends ins Fitnessstudio, aber dann sollte man eben gucken, dass man danach genügend Zeit hat, auch noch wieder in die Entspannung zu kommen oder das Training vielleicht dann abschließen mit einem Saunagang oder einem Besuch im Dampfbad, wo man also wirklich schon gleich und direkt wieder in die Regeneration rutschen darf. Sauerstoff und Tageslicht sind tatsächlich die besten, gehören mit zur besten Medizin für Schlafstörungen. Ich sage ja, habe ja bereits gesagt, dass der Mensch ein sehr rhythmisches Wesen ist und dass unser Tagesrhythmus einfach ganz entscheidend dafür ist, wie gut wir dann auch in die Nacht finden. Und unser Tagesrhythmus ist davon abhängig, dass wir echtes Tageslicht bekommen. Und Tageslicht ist nicht eine Glühbirne, die tagweiß ist, sondern Tageslicht bedeutet Sonne draußen im Freien, in der wilden und unheimlichen Natur. Es ist einfach so, dass das mit unserem Körper ganz viel macht. Das macht mit unseren Augen ganz viel. Es werden Botenstoffe freigesetzt, auch über die Haut, wenn Sonnenlicht auf unsere Haut fällt. Und dazu müssen wir gar nicht stundenlang in der Sonne liegen. Es geht einfach darum, vielleicht mal 10 Minuten um den Block zu gehen und die Sonne gesehen zu haben. Das reicht oftmals einfach schon aus, damit der Körper registriert, Tag, Mittag, hier und dort steht die Sonne. Da passiert ganz viel, ohne dass wir das wirklich bewusst wahrnehmen, was dann wiederum ganz wunderbare Rückwirkungen auf unseren Schlaf hat.
Und Sauerstoff und Waldspaziergänge sind sowieso durch nichts zu ersetzen und für so vieles eine unglaublich gute Medizin. Früher hat man eben einfach Spazierengehen gesagt, heute heißt das Waldbaden. Wie auch immer Sie das machen, das ist auf jeden Fall was, was den Schlaf sehr stark fördern kann. Licht ist auch ein großes Thema, wenn es jetzt um die Belastungen geht. Lichtverschmutzung ist ein großes Thema. Es ist so, dass wir ja sehr viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Die Bildschirme sind heute auch in der Regel angepasst, beziehungsweise haben sogar manche Handys inzwischen so eine automatische Einstellung drin, dass die ab einer gewissen Uhrzeit die blauen Lichtanteile reduzieren, weil eben dieses blaue Licht, das man in der Regel von so einem Bildschirm entgegengestrahlt bekommt, einfach die Melatoninbildung ausbremst. Ja, und wenn die Melatoninbildung nicht gegeben ist, dann wird es mit dem Schlafen eben auch schwierig. Auch wenn die Bildschirme heutzutage da reagieren und auch wenn es super gut ist, dass die Technik da mit der Zeit geht und Dinge anpasst, würde ich nach wie vor empfehlen, wenn jemand Schlafstörungen hat und nicht gut einschlafen kann, dass er sich einfach abends 1 bis 2 Stunden vor dem Schlafengehen von Bildschirmen und anderen Elektrogeräten fernhält. Fernseher haben auch im Schlafzimmer nichts verloren. Ja, das sind im Feng Shui heißt, das sind böse Augen. Das ist schlecht für die Partnerschaft und das ist auch ganz schlecht für den Schlaf. Auch ein Handy muss nicht mit ins Schlafzimmer. Ja, das kann, selbst wenn man es als Wecker benutzt, dann kann es vor der Schlafzimmertür liegen bleiben. Dann muss man nämlich auch aufstehen, wenn es klingelt und nicht 100 Mal auf Snooze drücken. Das ist auch nicht gesund. Also Elektrogeräte und Bildschirme haben im Schlafzimmer gar nichts verloren und man tut einfach total gut daran, wenn man abends fernsieht, wenn man einfach bewusst etwas frühzeitiger den Fernseher ausschaltet und dann lieber vielleicht noch ein bisschen liest oder Musik hört oder sich mit seinem Partner unterhält, und einfach weniger von diesem Flimmerlicht auf den Augen hat, dann kommt man einfach schneller in die Regeneration. Und natürlich ist es eben wichtig, das Abendessen auch schlaffreundlich zu gestalten. Wenn man abends Schweinebraten isst, dann darf man sich nicht wundern, wenn es etwas länger dauert, bis der Körper so weit ist, dass er sagt, jetzt kann ich mich entspannt zurücklehnen und jetzt ist die Verdauung so weit fortgeschritten, dass man auch gut müde werden kann. Es gibt zum Glück auch ein paar Pflanzen und andere Substanzen, mit denen wir uns helfen können, wenn es trotz all dieser Tipps nicht funktioniert mit dem Schlafengehen. Ich habe zunächst mal ein paar Exoten, die ich vorstellen möchte und dann auch ein paar heimische Pflanzen. Ashwagandha ist eine dieser Pflanzen, die sehr, sehr gerne verwendet werden für Schlafstörungen. Die Pflanze heißt auch Schlafbeere, also diese Beeren, die man hier sieht, das ist das, was verarbeitet wird oder was mitverarbeitet wird. Und die Schlafbeere hilft uns also, weil sie die Nerven beruhigt, bei depressiven Verstimmungen hilft, Nervosität beruhigt, innere Unruhezustände abfängt und tatsächlich auch Ängsten entgegenwirkt. Ashwagandha setzt an verschiedenen Funktionen sozusagen an, um unseren Schlaf zu unterstützen. Einerseits eben darüber, dass sie als Adaptogen psychisch wirkt und uns psychisch entlastet. Andererseits ist sie auch hormonell ausgleichend. Das heißt, wenn jetzt Menschen, ob nun Frauen oder Männer in so der Wechseljahrs Zeit das Gefühl haben, vielleicht ist auch mit dem Hormonhaushalt was durcheinander geraten und ich kann deshalb nicht schlafen. Auch dann kann Ashwagandha eine ganz große Hilfe sein. Ashwagandha hat auch eine kräftigende Eigenschaft. Ist also jetzt nicht so, dass man Ashwagandha einnimmt und dann knockt einen das sofort aus, sondern das ist wirklich ein Mittel, ein Adaptogen, was man auch tagsüber verwenden kann, weil es einfach hilft, den Umgang mit Stress zu fördern und darüber den Schlaf auch tatsächlich regenerativer zu machen. Diese stärkende Wirkung von Ashwagandha ist deshalb auch eben wichtig, weil ich habe es schon angedeutet, Einschlafen ist ein aktiver Prozess. Also für Einschlafen muss tatsächlich genügend Kraft da sein. Wenn Menschen völlig entkräftet sind und völlig ausgelaugt sind, können die auch nicht mehr einschlafen, weil die vor lauter Erschöpfung nicht mehr einschlafen können, weil eben der Körper aktiv arbeiten muss, um in den Schlaf zu kommen. Sie merken das, wenn Sie wir alle kennen diesen Zustand, wenn man eigentlich gerade so am Wegnippeln ist und dann entweder ruft dann nochmal jemand an oder man hat zum Beispiel geträumt, dass
man rutscht direkt in so eine Traumphase rein und man träumt, dass man über irgendwas drüber stolpert und dann zuckt man so auf. In diesen Momenten merkt man, dass eigentlich, es gibt so dann dieses kleine Männlein im Kopf, das sagt, nein, ich war doch fast fertig mit meinem Prozess. Ich war doch fast schon eingeschlafen. Und das ist der Moment, wo man merkt, ja, ich habe das, das ist was, was man tut, dass man wirklich ganz aktiv tut und nichts, was einfach so einem passiert. Ashwagandha ist eben was, was uns dabei hilft, weil es eben auch stärkt, also auch in der Rekonvaleszenz, wenn wir auszehrende Erkrankungen gehabt hatten und wieder auf die Füße kommen müssen. Diese adaptogene Wirkung, die ich schon angesprochen habe, fördert auch die Konzentration. Ashwagandha ist eins der Mittel, die man auch nehmen kann, um das Gedächtnis zu unterstützen. Man nimmt es zum Beispiel auch als Prophylaxe, wenn Demenzerkrankungen in der Familie bekannt sind und man einfach sicherstellen möchte, dass es einen selber nicht trifft, ist Ashwagandha eine der Substanzen, die man einnehmen kann. Ashwagandha hat allgemein verjüngende Eigenschaften, wird also auch zur allgemeinen Verjüngung verwendet in der ayurvedischen Medizin, eben zur Verjüngung des Gehirns im Hinblick auf Demenzen und zur Stärkung der Konzentration und geistigen Leistungsfähigkeit, aber auch körperlich nimmt man Ashwagandha, um beweglich zu bleiben. Ja, es wirkt also auch Gelenkentzündungen entgegen, allen möglichen Gelenkbeschwerden entgegen. Und es hat immunmodulierende Eigenschaften, wirkt krebsfeindlich, wirkt virenfeindlich. Es ist also wirklich auch eine Pflanze, die uns recht rundum unterstützt und recht viele Probleme uns von der Seite hält. Der zweite Exot, den ich mitgebracht habe, ist Guttukola, ein heiliges Kraut in der traditionellen chinesischen Medizin. Guttukola wirkt entspannend auf das gesamte zentrale Nervensystem, weil es die Produktion von GABA-Pentin-Buttersäure fördert. GABA ist eine Zaubersubstanz, die unser Körper sozusagen herstellt, um uns in einen parasympathischen, also in einen Zustand der Regeneration zu bringen. Es gibt Möglichkeiten tatsächlich heutzutage auch mit GABA als orthomolekulare Substanz in der Einnahme. Es gibt mittlerweile auch Infusionskonzepte, die die Produktion von GABA fördern sollen. Aber wir können das tatsächlich auch über den pflanzlichen Weg erreichen. Das ist mir immer das Sympathischste, ehrlich gesagt, dass man es erstmal über die Pflanze versucht. Und da ist Guttukola eben das Kraut, was da in Frage kommt. Auch Guttukola ist ein Adaptogen, das heißt, es macht ruhig und es macht gelassen seelisch, aber es knockt uns nicht aus. Wir können es also auch in Stressphasen zum Beispiel tagsüber einnehmen, weil wir dann mit dem Stress besser umgehen können. Wir sind leistungsfähiger, wir sind konzentrationsfähiger, aber es fördert unseren inneren Rhythmus, sodass wir tagsüber leistungsfähig sein können und abends gut in die Regeneration kommen. Auch Guttukola verbessert die Gedächtnisleistung. Da gibt es also auch Studien dazu und Untersuchungen dazu, wobei ich diese Studie immer nur halb so interessant finde, wie die Tatsache, dass es ein Kraut ist, das über viele Jahrhunderte bereits in der Erfahrungsmedizin eingesetzt wird und wo man über viele Jahrhunderte bereits weiß, dass es dem geistigen Altern entgegenwirkt und eben auch geistig verjüngend wirkt. Guttukola ist krebsfeindlich. Dadurch, dass es gleichzeitig eben so ein Anxiolytikum ist, also angstlösend wirkt, finde ich es ein ganz, ganz tolles Begleitmittel, wenn man vielleicht jetzt gerade einen Angehörigen betreut, bei dem der Verdacht auf Krebs besteht, oder auch wenn man selbst jetzt in diese Mühle gerät, dass da irgendwo sich was entwickelt hat, wo man sich unsicher ist und dann rund um die Diagnose, rund um die Untersuchungen natürlich auch eine große Angst im Vordergrund steht und da oftmals dann natürlich auch Schlafstörungen im Vordergrund stehen, da kann Guttukola ganz großartige Dienste leisten, weil es eben hilft, mit dieser Angst besser umzugehen, den Schlaf entlastet. Und gleichzeitig ist es ein krebsfeindliches Mittel. Da ist es doch gut, wenn wir das schon mal im Boot haben, auch wenn wir vielleicht dann nachher feststellen, dass es gar nichts Bösartiges gewesen ist. Guttukola ist ein starkes Antioxidans. Es fängt freie Radikale ab. Im Stress ist es so, dass freie Radikale ja noch mehr sozusagen entstehen, dass wir einfach noch flacher atmen und dadurch im Körper ein größerer oxidativer Stress auch zum Stress entsteht. Und da ist es super gut, Substanzen zu haben, die eben diesen oxidativen Stress abfangen, der ja verantwortlich ist für die Alterungsprozesse unserer Zellen. Und Guttukola fängt diesen oxidativen Stress ganz allgemein ab, aber auch ganz insbesondere im Gehirn. Das heißt, es schützt uns eben auch wieder vor vorzeitiger geistiger Alterung.
Der Hopfen ist ein heimisches Kraut, was in der traditionellen abendländischen Medizin seit vielen, vielen Jahrhunderten verwendet wird bei Ein- und Durchschlafstörungen. Hopfen gehört zu den Cannabis-Gewächsen, hat also eine ganz starke entspannende Wirkung, eine ganz starke Wirkung auf unser parasympathisches System. Hopfen, wenn Sie sich diese Dolden einfach mal angucken, wenn Sie an einem Hopfen vorbeigehen und die so in den Fingern zerflunseln, erstens mal merkt man schon gleich an dem Geruch von dem Hopfen, dass das was macht mit dem Kopf, dass man also so ein bisschen in so einen Entspannungszustand reinkommt, wenn man das riecht. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man so Hopfendolden sammeln kann oder kaufen kann, sich einfach so ein Kissen zu nähen, wo Hopfenblüten oder Hopfendolden drin sind. Hopfen alleine oder auch Hopfen mit Lavendel. Und das legt man sich dann ans Bett und dann hilft alleine der Duft schon, dass man irgendwie besser in die Regeneration kommt. Und was Sie feststellen, wenn Sie diese Dolden in die Hand nehmen, ist, dass die nichts wiegen. Die sind ganz, ganz leicht. Es ist was ganz Filigranes, Fluffiges, fast Wolkiges, könnte man sagen. Und das ist das, was der Hopfen uns auch vermittelt. Der Hopfen ist so eine Pflanze für diejenigen, die so ein bisschen in die Schwere gefallen sind. Ja, wenn alles irgendwie, wenn man zu sehr verhaftet ist in der Materie, zu sehr in seinem Arbeitsprozess drinsteckt und nichts mehr leicht geht und nichts mehr fröhlich ist und nichts mehr entspannt ist. Hopfen ist das, was uns so eine entspannte, gelassene Fröhlichkeit, fröhliche Leichtigkeit eigentlich vermittelt. Er macht uns geduldig. Was auch gut ist, wenn wir im Stress sind und wenig geschlafen haben in den letzten Nächten, dann ist die Zündschnur meistens ganz kurz und da hilft Hopfen tatsächlich auch tagsüber schon, dass man so ein bisschen entspannter mit den anflutenden Gegebenheiten umgeht und ein bisschen geduldiger auf seine Mitmenschen auch eingehen kann. Er wirkt krampflösend, auch körperlich. Hopfen ist ein Bitterstoff, also durchaus auch eine starke, bittere Note, der sehr, sehr hilfreich sein kann, auch für den Verdauungstrakt, wenn jetzt viele Blähungen im Vordergrund stehen, wenn es darum geht, die Leber ein bisschen anzuregen. Wenn die Leber gut funktioniert, können wir sowieso besser schlafen. Hopfen gibt man auch bei Gallenwegskoliken zum Beispiel, weil er eben krampflösend auf den gesamten Bauch bzw. krampflösend eigentlich auf den ganzen Menschen wirkt. Hopfen ist ein Aromataseförderer, das heißt, das hat was mit unseren Hormonen zu tun. Die Hormone, die Steroidhormone, die Geschlechtshormone werden im menschlichen Körper laufend ineinander umgewandelt. Der Körper bastelt sich es immer eigentlich so, wie er es gerade braucht, wenn er es denn kann, wenn genügend Ausgangssubstanz da ist. Und es gibt also ja die Hormone Progesteron, Testosteron, Östrogen. Und der Hopfen ist eine von den Pflanzen, die uns hilft, Testosteron in Östrogen umzuwandeln. Testosteron ist zwar das Hormon, das wir für die Männer kennen, ist aber ein Hormon, was bei den Frauen natürlich genauso vorkommt. Und im Stress ist es so, dass auch der weibliche Körper oftmals erstmals das Testosteron ein bisschen hochschiebt, weil es einfach Kraft gibt. Das macht die Frauen dann aber auch so ein bisschen reizbarer und ein bisschen pfiffiger, was man dann eben im Stress oftmals merkt. In Stresssituationen kann es eben dann sein, dass der Östrogenhaushalt da so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, weil der Körper das Testosteron im Testosteron behält, ja, um eben da sich selber nochmal ein bisschen Kraft zu geben. Und in der Wechseljahrssituation ist das oftmals auch so, dass da ist es meistens so, dass es Schwankungen gibt. Da geht es also nicht darum, dass man in den vollständigen Östrogenmangel gerät, zumindest in der ersten Phase nicht. Aber es kann eben sein, dass man mal hängen bleibt, gerade wenn dann in der Wechseljahrssituation noch ein bisschen Stress dazukommt, in dieser Testosteronphase. Und da ist Hopfen eine ganz tolle Arznei, weil Hopfen eben hilft, diesen nächsten Stoffwechselschritt zu gehen, sodass das Testosteron umgewandelt wird in Östrogen. Das macht uns wieder ein bisschen ruhiger und gelassener und geduldiger und entspannter. Östrogen macht fürsorglich und sehr geduldig. Deswegen ist es auch ganz gut, dass im Laufe der Wechseljahrssituation die Frau aus dieser Östrogendominanz irgendwann mal rausfällt und das Östrogen weniger wird, weil die Frau dann anfängt, nach dem Wechsel oder mit dem Wechsel mehr für sich selbst einzustehen und weniger geduldig zu sein für die Ansprüche, die aus dem Familienumfeld an sie herangetragen werden. Das heißt nicht, dass man deswegen egoistisch wird, aber man lernt ein bisschen mehr auf sich selber aufzupassen. Hopfen hilft, das auszugleichen, ohne uns zu sehr gefügig zu machen. Da müssen wir uns nicht fürchten. Aber ein Rückschluss ist, es tut mir leid, liebe Männer, Hopfen ist eigentlich eher eine Frauenpflanze als eine Männerpflanze. Das heißt nicht,
dass Männer die nicht auch mal einnehmen dürfen, insbesondere wenn sie eben vielleicht stark reizbar sind und in einem Testosteronüberschuss sind. Das gibt es bei Männern schon auch. Vorwiegend aber bei jungen Männern, je älter Männer werden, desto mehr geht bei denen auch das Testosteron zur Neige und desto mehr neigen sie dann eben dazu, eher vielleicht Gewicht anzusetzen, vielleicht auch einen Brustansatz zu entwickeln, vielleicht auch mal eine Launenhaftigkeit zu entwickeln. Das ist bei Männern genauso wie bei den Frauen auch, nur halt ein bisschen anders. Aber eben Hopfen ist eigentlich keine Dauerpflanze für den Mann. Das heißt, Bier ist eigentlich auch kein Dauergetränk für den Mann, mal so unter uns gesagt. Genau, ist aber für mich eine Allround-Schlafpflanze, weil er eben an sich schon in die Ruhe bringt, in die Regeneration bringt, ist auch dann geeignet, wenn die Schlafstörungen eben mit den hormonellen Veränderungen in der Wechseljahrssituation bei der Frau zu tun haben, ist auch dann gut geeignet, wenn die Schlafstörungen damit zu tun haben, dass der Verdauungstrakt nicht richtig gut verdaut oder gestört ist und ist auch dann geeignet, wenn die Leber ein Grund ist, warum man nicht schläft, beziehungsweise ist auch dann geeignet, wenn man die Leber mit ins Boot holen möchte, weil eben jemand schlafgestört ist. Eine weitere heimische Pflanze, die sehr bekannt ist als gute Schlafpflanze, ist der Lavendel. Ich finde eine ganz, ganz wichtige Pflanze in unserer Zeit. Der Name Lavendel kommt ja von dem lateinischen Wort lavare, waschen, reinigen. Und man könnte sagen, Lavendel hilft uns, den Alltag abzuwaschen, uns zu reinigen von all dem Stress, der uns so umgibt. Man kennt ihn ganz klassisch und traditionell, um nervöse Unruhezustände und Schlaflosigkeit zu mildern, sowohl bei Einschlafstörungen als auch bei Durchschlafstörungen zu unterstützen. Auch der Lavendel ist wieder eine Pflanze, die uns nicht direkt ausnockt. Also das heißt, wir können ihn durchaus auch tagsüber nehmen, weil Lavendel als Lippenblüter durchaus auch in der Lage ist, die Konzentration zu fördern. Lavendel hilft vor allen Dingen, weil er so eine reinigende Komponente hat. Man sagt, er reinigt das Seelengefäß, wenn der Alltag nicht loslassen will. Er reinigt das Seelengefäß und macht damit wieder Platz für höhere Werte. Das heißt, auch wenn ich geistig kreativ tätig sein muss oder will, dann muss vielleicht erstmal das, was da so ein Alltagsgewusel in meinem Kopf drin ist, weichen können. Dann muss ich das erstmal loslassen können, damit ich mich dann kreativ an meine Aufgabe hinsetzen kann, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Das heißt also durchaus auch ein Mittel, was wir nicht nur zum Einschlafen nehmen können, sondern auch zur Unterstützung tagsüber. Wenn wir uns den Lavendel angucken, dann macht er uns schon ein bisschen vor, wofür er gut ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum er gerade jetzt in der heutigen Zeit auch so wichtig ist. Die Lippenblütler haben normalerweise ihre Blüten, also zum einen sind die Lippenblütler einerseits sehr strukturiert im Wachstum und sehr rhythmisch im Wachstum. Und andererseits haben sie ihre Blüten dann meistens auf der Ebene des Blattes. So stellt man sich einen Lippenblütler eigentlich vor. Wir nehmen zum Beispiel die Melisse als Beispiel. Ganz ordentliche, gegenständige Blätter. Und die Blüte kommt dann zwischen den Blättern hervor. Immer so ein bisschen versteckt unterm Blatt und auch ganz rhythmisch angeordnet. Der Lavendel macht es anders. Und das ist immer was, was uns in der Signaturenlehre so ein bisschen auch einen Hinweis gibt, wenn eine Pflanze was anders macht als die Dinge, die Pflanzen in ihrer Familie sozusagen. Der Lavendel wächst total struppig. Wenn wir den im Frühjahr angucken, dann ist an so einem Lavendel eigentlich, wenn man es genau betrachtet, erstmal gar nichts Hübsches dran. Das ist das totale Chaos mit seinem Blattgenadel. Erst wenn dann die Blüte kommt, jetzt, also bei uns in den Bergen ist das jetzt langsam, wenn der Sommer langsam kommt, dann bildet er so eine ganz klare Struktur, die ganz weit weggeht von diesem Blattgewusel, die weggeht von dieser Struppigkeit und bildet dann die Blüte auf einer extra dafür angeordneten neuen, erhabenen Ebene, weg, raus aus dieser Struppigkeit, da wo das Licht ist, da wo der Überblick ist. Und diese Geste, die können wir uns sozusagen zu eigen machen. Wenn wir den Lavendel einnehmen, das ist genau das, was der Lavendel mit uns auf seelischer Ebene macht. Er bringt uns raus aus dem Drama, ja? Raus aus unserer emotionalen Struppigkeit, bringt er uns an einen Ort, wo geistige Klarheit ist und wo wir uns wieder einen Überblick verschaffen können und wo wir mit den Gedanken wieder am Licht sind. Und wenn wir es schaffen, unser Gedankenchaos zu überblicken und zu sortieren, dann können wir es erstens gut bearbeiten und zweitens auch gut auf die Seite stellen und in eine Regenerationsphase gehen. Und das ist das, wie uns der Lavendel hilft, wieder einen Rhythmus zu finden und mit unserer eigenen inneren Rhythmisierung wieder klarzukommen.
Er hat auch schmerzlindernde Eigenschaften, löst krampfartige Schmerzen. Das heißt, er ist auch interessant, wenn wir Kopfschmerzen haben und nicht einschlafen können. Er hilft uns auch im Verdauungstrakt, wenn wir nervöse Verdauungsbeschwerden haben und deswegen nicht einschlafen können. Lavendel ist eine Pflanze, die wir sehr schön verwenden können in Übergangssituationen. Wenn also Kinder von Kindergarten in die Schule kommen, wenn wir von einem Job in den nächsten wechseln und einfach so ein bisschen emotional struppig sind, weil gerade alles ein bisschen viel Gewusel ist, dann hilft uns der Lavendel. Auch wenn es um traumatische Erfahrungen geht oder Sterbebegleitung geht, ist der Lavendel eine Pflanze, die eine sehr, sehr schöne Begleitung macht. Als Lippenblütler ist er zudem noch wundheilend und pilzfeindlich und bakterienfeindlich, also eine Pflanze, die schon sehr rundum hilfreich für uns ist. Eine weitere Pflanze, die wir bei uns zu Hause finden, die uns sehr schön helfen kann, wenn wir regelmäßig mit Schlafstörungen zu tun haben, ist der Baldrian. Baldrian ist auch wieder eine von den Kandidaten, die nicht unbedingt jeden sofort müde machen. Das muss man tatsächlich ausprobieren. Es gibt Menschen, die reagieren auf den Baldrian schlagartig mit Müdigkeit. Die müssen den unmittelbar vom Schlafengehen nehmen. Das sind aber die allerwenigsten. Bitte Obacht und bitte vorher testen. Bei ganz vielen ist es so, dass der Baldrian eher die Konzentration steigert und eher erstmal anregend wirkt, insbesondere wenn er in kleinen Dosierungen genommen wird. Deswegen ist der Baldrian bei ganz vielen ein super gutes Prüfungsmittel, weil er nämlich ruhig und gelassen macht, aber konzentriert macht. Auch das bitte nicht am Tag der Prüfung ausprobieren, nicht, dass Sie ausgerechnet zu denen, was weiß ich, sind es 10% der Menschen gehören, die wirklich müde auf den Baldrian reagieren. Das wäre dann blöd in der Prüfung. Sondern bitte erst vorher testen, wie man auf den Baldrian reagiert. Nimmt man den Baldrian regelmäßig ein, verkürzt er deutlich die Einschlafzeit. Und zwar egal, ob Sie jetzt zur einen oder zur anderen Gruppe gehören. Bei denen, die drauf müde werden, natürlich sowieso. Aber auch bei denen, die eher konzentriert und wach werden auf den Baldrian, ist es so, dass die den tagsüber nehmen und damit die Einschlafzeit am Abend verkürzen. Baldrian ist ein ganz tolles Mittel bei Restless Legs, weil man also so Unruhezustände wirklich im Körper hat, spürbar im Körper hat, bringt Baldrian da Ruhe rein. Er ist krampflösend, er ist schmerzstillend. Sie kennen Baldrian, vielleicht haben Sie den Geruch in der Nase, wenn Sie an Baldrian denken. Das ist so ein ganz muffiger, erdiger Geruch. Das ist auch das, was er uns vermittelt. Erdung. Also er bringt unsere Füße ganz fest auf den Boden. Wenn man jetzt den Vergleich macht, der Hopfen, der hebt uns eher so ein bisschen in die Leichtigkeit, in die Fröhlichkeit, in die Verspieltheit. Und der Baldrian, der erdet uns. Der bringt uns ganz klar mit den Füßen wieder ordentlich auf den Boden. Und mit der guten Anbindung können wir dann Dinge gut anpacken und können aber auch tatsächlich nachts besser schlafen. Durch dieses erdende Prinzip hilft er uns, Überenergien abzuleiten. Wenn also Menschen besonders stark beeinflusst sind von allen möglichen Energien von außen, ist der Baldrian eine der Pflanzen, die uns da hilft, wieder Ruhe reinzubringen. Baldrian ist ein super gutes Mittel für diejenigen, die eher einen zu hohen Blutdruck haben, was aber jetzt nicht heißt, dass jemand mit einem zu niedrigen Blutdruck den nicht nehmen darf. Da bitte einfach ausprobieren, was es mit einem selber macht. Er hilft auf jeden Fall, den Blutdruck zu regulieren und auch den Pulsschlag zu regulieren. Wir setzen Baldrian auch gerne ein, nicht nur bei Prüfungsangst, sondern auch bei ADHS-Kindern, weil die meisten ADHS-Kinder sich tatsächlich besser konzentrieren können, wenn man sie mit Baldrian unterstützt. Kann man also einfach mal einen Versuch machen. Wie gesagt, immer mit dem Hinweis, bitte nicht ausprobieren, wenn er gerade in die Schule gehen soll, sondern vielleicht einfach mal untertags ausprobieren, an einem Wochenende ausprobieren, zu welcher Gruppe gehört derjenige, der den Baldrian einnimmt. Schläft er gleich drauf ein oder wird er eher konzentrationsfähig? Wir können diese pflanzlichen Wirkungen auch unterstützen mit orthomolekularen Substanzen. Eine ganz wichtige orthomolekulare Substanz, die wir brauchen, wenn es um den Schlaf geht, ist Magnesium. Hier in dem Fall bei Evolution gibt es diese Magnesium-Citrat-Forte-Kapseln, die ich ehrlich gesagt ziemlich großartig finde. Das ist ein reines Magnesium-Citrat, also eine organische Verbindung an Magnesium, die sehr, sehr schön resorbiert werden kann, die in aller Regel auch sehr gut verträglich ist. Viele reagieren ja auf Magnesiumoxid beispielsweise mit starken Durchfällen. Dazu kommt, dass das Magnesiumoxid einfach gar nicht gut verwertet werden kann. Deswegen muss man immer gucken, dass man eine organische Verbindung findet. Magnesiumcitrat, Magnesiumorotat, Magnesiumaspartat. Und das Magnesiumcitrat ist halt eines, was auch noch einen schönen entsäuernden Effekt hat.
weshalb das eine sehr, sehr beliebte Verbindung ist, weil es eben auch eine sehr verträgliche Verbindung ist. Wir haben hier pro Kapsel 850 Gramm Magnesiumcitrat. Das sind pro Kapsel 128 Gramm reines Magnesium umgerechnet. Also wirklich eine sehr schöne Dosierung, die auch unmittelbar eine Wirkung erzeugt. Magnesium ist das Stoffwechselmineral. Es ist an 300 verschiedenen Enzymen Schritten mitbeteiligt. Wir brauchen es also tatsächlich nicht nur für die Entspannung und für die Regeneration. Und ich kann unmöglich jetzt in der kurzen Zeit alle Funktionen aufführen, die Magnesium im Körper so erfüllt. Deswegen konzentriere ich mich jetzt insbesondere auf die, die mit Schlaf und Entspannung was zu tun haben. Magnesium ist ganz wichtig beteiligt, wenn es um die Regulation der Stresshormone geht, weil es nämlich die Stresshormone, die Ausschüttung von Stresshormonen ausbremst, sodass wir einfach gar nicht zu sehr in so eine Stresssituation geraten. Magnesium hält uns einfach eher so in diesem Entspannungszustand. Magnesium ist ein ganz wichtiges Mittel, wenn es um Krämpfe geht. Das wissen wir alle vom Thema Wadenkrämpfe beispielsweise. Das gilt aber für alle Verkrampfungszustände, also nicht nur körperlich in den Waden. Auch Migräne zum Beispiel ist ein Verkrampfungszustand. Auch innere Unruhe ist ein Verkrampfungszustand. Also egal, ob wir auf körperlicher oder auf seelischer Ebene verkrampfen, Magnesium hilft lösen und hilft dadurch entspannen. Es hat ganz viele Untersuchungen gegeben, dass Magnesium tatsächlich das Einschlafen fördert, dass Magnesium auch hilft bei denjenigen, die nicht durchschlafen können. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Mineral rund um das Thema Schlaf. Man nennt es auch das Mineral der inneren Ruhe. Ja, das sagt eigentlich schon ziemlich viel. Man muss sich klar machen, dass im Stress vermehrt Magnesium verbraucht wird. Erstens, weil wir das Magnesium brauchen für die Regulation der Stresshormone. Und zweitens mal ist die renale Ausscheidung, also die Ausscheidung über die Niere im Stress erhöht von dem Magnesium. Das heißt, es geht unglaublich viel Magnesium verloren, weil im Stress oder beim Vorhandensein von Stresshormonen das Magnesium vermehrt im Blut bereitgestellt wird. Das Blut wird permanent über die Niere gefiltert. Wenn das Blut also über die Niere gefiltert wird, dann wird das, was vermeintlicher Magnesiumüberschuss ist, über die Niere ausgeschieden. Normalerweise sollte das Magnesium eigentlich ja in der Zelle drin sein, also im Gewebe sein, aber die Stresshormone, die holen es eben aus der Zelle raus und holen es ins Blut und dadurch wird es rausfiltriert. Und dann fehlt es uns. Was bedeutet, dass dann vermehrt Stresshormone ausgeschüttet werden? Was dann bedeutet, es wird auch wieder vermehrt Magnesium ausgeschieden. Also ist ein bisschen ein Teufelskreis. Das muss man einfach wissen, wenn viel Stress ist, geht viel Magnesium verloren. Deswegen macht es total Sinn, Magnesium in Stressphasen gut aufzufüllen und auch begleitend einfach einzunehmen, damit man da gar nicht in den Mangel gerät. Auch wenn man viel schwitzt, wenn man viel Sport treibt zum Beispiel, dann geht Magnesium verloren. Das ist ganz normal. Das muss man einfach ein bisschen im Kopf haben. Und wir haben einen erhöhten Magnesiumbedarf, wenn wir Vitamin D einnehmen, weil Vitamin D zur Aktivierung Magnesium braucht, zur Verwertung Magnesium braucht. Das heißt, wenn man jetzt Vitamin D anfängt einzunehmen, zu supplementieren, weil vielleicht ein Mangel besteht oder weil es über den Winter einfach sowieso Sinn macht oder weil man inzwischen einfach die meisten doch verstanden haben, dass eine Vitamin-D-Supplementierung generell eigentlich sehr der Gesundheit sehr zuträglich ist, dann braucht man insbesondere am Anfang, wenn der Körper sich gewöhnen muss, oftmals das Magnesium eben dazu. Man merkt es, wenn man Vitamin D einnimmt und dann vermehrt das Kälteempfinden hat, dann ist das ein Signal dafür, dass Magnesium fehlt. Ja, Magnesium durchwärmt und entkrampft und entspannt. Was nicht heißt, dass man von Magnesium Hitzewallungen bekommt. Das passiert nur, wenn man es in der Infusion zu schnell reinlaufen lässt. Dann passiert das tatsächlich. Über die orale Einnahme ist es eher regulierend. Aber das kann ein Mittel sein, wenn jemand immer frostbeulig ist und immer friert, dass man dann versucht, Magnesium aufzufüllen. Dann steigt einfach die Kältetoleranz auch an. Es gibt ein ganz tolles Präparat bei Evolution, das ist das Melatonin-Komplex. Da ist nämlich das Schlafhormon drin. Ich habe schon gesagt, dass das eine ganz große Rolle spielt beim Einschlafen, damit wir Serotonin in Melatonin umwandeln können, brauchen wir L-Tryptophan, das ist eine Aminosäure, beziehungsweise brauchen wir die aktivierte Form dieser Aminosäure, das 5-HTP. Beides kann man theoretisch auch einnehmen. L-Tryptophan kann man auch über die Ernährung sehr schön aufnehmen. Zum Beispiel ist sehr, sehr viel L-Tryptophan in Cashewkernen eben enthalten, weshalb die ein schönes Abendmahl sozusagen sind
Und da muss es bitte nicht die ganze Tüte sein, gell? Es reicht eine kleine Handvoll. Da ist ausreichend L-Tryptophan drin, damit wir dann Melatonin produzieren können. Wenn wir aber jetzt in so einem Teufelskreis drin sind, dann reicht es manchmal einfach nicht aus. Dann, bei manchen Leuten schafft es der Körper auch nicht, das L-Tryptophan in 5-HTP umzuwandeln. Und selbst wenn 5-HTP vorhanden ist, wenn ein großer Stressdämon im Nacken sitzt und wenn wir lange nicht geschlafen haben, dann kann es sein, dass trotzdem auch der Körper das Melatonin nicht richtig umwandeln kann. Deswegen kann man sich helfen, indem man das Melatonin direkt als Hormon sozusagen einnimmt. Ist ein Hormon, was sehr, sehr gut verträglich ist. Damit man davon was bemerkt, sollten mindestens 3 Milligramm eingenommen werden. In diesem Präparat hier jetzt sind 5 Milligramm drin. Das ist eine schöne Dosierung, wo man wirklich was merkt. Melatonin wird sehr, sehr schnell abgebaut und zwar innerhalb weniger Stunden, sodass man auch nicht befürchten muss, dass man sich irgendwie in eine Melatonin-Überdosis reinfuttern könnte, wenn man jetzt jeden Tag so eine Melatonin-Kapsel gibt oder einnimmt. In aller Regel ist schon 3 Stunden nach dem Einschlafen das Melatonin zum größten Teil wieder abgebaut. Das Melatonin wird eben zum Einschlafen gebraucht. Es verbessert außerdem unser Schlafmuster. Es hilft uns, dass wir mehr in so regenerative Tiefschlafphasen rutschen. Melatonin aktiviert alle Regenerationskräfte, weshalb man mir mittlerweile sogar krebsfeindliche Eigenschaften nachsagt. Also mittlerweile, da ist sehr viel geforscht worden und Melatonin weiß man, dass das nicht nur wegen dem Schlaf gut ist, sondern dass es unserer Gesundheit ganz allgemein zuträglich ist, weil es eben diese ganzen Reparaturprozesse auch zum Beispiel an unserer DNA in den Zellen aktiviert. Es ist also eigentlich ein echtes Verjüngungshormon. Wie gesagt, es wird sich nicht so wirklich anhäufen, aber in der Zeit, in der es sozusagen da ist, weil wir es eingenommen haben, entfaltet seine ganze Wirkung. In diesen Melatonin-Komplexkapseln sind eben 5 Milligramm Melatonin enthalten plus die Kombi von dem Magnesium, auch wieder als Citrat und Pflanzen, die wir schon besprochen haben, die den Schlaf fördern, nämlich Hopfen ist dabei, Lavendel ist dabei, Melisse schauen wir uns gleich noch an und die Passionsblume ist noch dabei. Eine ganz wichtige Pflanze für all diejenigen, die so ganz übersensibel sind. Wenn man sich die Passionsblume anguckt, dann sieht man ja auch schon diese ganz vielen feinen Antennen. Aber die Passionsblume hat ein ganz klares Zentrum in der Mitte. Und da, das ist eben das, wobei sie uns hilft, dass wenn wir so ganz viele feine Antennen haben und viele Reize von außen einnehmen, dass wir trotzdem unser Zentrum wieder wahrnehmen können. Man sagt von der Passionsblume, sie hilft, den ureigenen inneren Ton wieder wahrnehmen zu können. Also wenn man vor lauter Stress sich selber nicht mehr gut hören kann, ist die Passionsblume eben eine tolle Begleitung. Die haben wir hier in diesem Komplex mit drin, mit dem Hopfen, mit dem Lavendel, mit der Melisse und Magnesium und Melatonin. Die Melisse schauen wir uns jetzt gleich noch an, weil die nämlich auch in unserem guten Abendtee drin ist, den ich ganz großartig finde. Ich habe ihn jetzt noch nicht getrunken, damit ich noch was erzählen kann heute Abend. In dem guten Abendtee ist eben die Melisse mit drin. Die Melisse beruhigt Herz und Nerven, ist die Pflanze schlechthin für den gestressten Hektiker. In der Homöopathie würde man den als den Nux Vomica Typus bezeichnen. Denken Sie dran, wie Sie an so einer Melisse riechen. Das ist, glaube ich, ein Geruch, den jeder kennt und jeder mag. Das ist das, was einen sofort in so einen venusischen, entspannten, entkrampften Zustand beamt, könnte man sagen. Also wirklich ein ganz, ganz feines Kraut mit einem ganz, ganz angenehmen Aroma. Es schmeckt auch ganz hervorragend im Tee. Und wir wissen, dass die Melisse eben ganz viele positive Eigenschaften hat. Sie beruhigt unsere Nerven, sie beruhigt unser Herz, sie reduziert den Herzschlag, verlangsamt den Herzschlag. Sie beruhigt unseren Magen und unseren Verdauungstrakt. Sie wirkt blähungswidrig. Sie ist krampflösend und zwar egal, wo die Krämpfe sind, ob das jetzt Unterleibskrämpfe sind bei der Menstruation, ob das ein verkrampfter Muskel ist, auf den ich ein Melissenöl zum Beispiel auftragen kann. Melisse ist einfach wirklich was, was rundum entspannend und entkrampfend wirkt. Sie ist ein Polykrest, das heißt, sie ist gegen ganz viele Dinge wirksam. Sie hat auch eine starke antivirale Wirkung. Es gibt Studien zu Influenza beispielsweise, es gibt Studien zu Herpes. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Kraut. Melisse ist die Heilpflanze für die Prinzessin auf der Erbse. Und Prinzessin auf der Erbse klingt immer so ein bisschen negativ. Das ist aber gar nicht so negativ gemeint. Das heißt einfach, das sind Menschen, die feinste Verwerfungen sofort wahrnehmen, sind sehr sensitive Menschen und die davon aber tatsächlich auch gestört werden.
Und die Melisse vermittelt Milde, Sanftmut und Milde. Wenn also jemand wirklich von der kleinsten Verwerfung gestört wird und dann reizbar oder gereizt reagiert und wirklich eine ganz kurze Zündschnur hat, dann lohnt es sich, demjenigen Melisse zu geben, weil er auch mit sich selber milder sein kann, weil er insgesamt einfach milder mit sich und seinem Umfeld umgehen kann. In dem Tee ist noch Hanf drin, natürlich THC-freier Hanf. Hanf ist auch eine ganz tolle Pflanze, eben ein Cannabis-Gewächs, das starke entspannende Wirkung hat, nicht nur als THC-Gewächs, als Rauschmittel, sondern auch ganz ohne diese Rauschwirkung ist Hanf einfach insgesamt ein großartiges Entspannungskraut. Es gibt sehr viel Forschung zum CBD. CBD ist ein Cannabinoid aus dem Hanf, genauso wie es THC auch. Es sind übrigens Gegenspieler, die beiden. Im Hanf sind aber 300 verschiedene Cannabinoide enthalten. Ja, also nicht nur diese beiden, sodass die Pflanze an sich einfach immer nochmal eine ganz andere Wirkung hat als die Summe der Einzelteile, die wir schon untersucht haben. Vom Hanf weiß man eben, dass er eigentlich eine der Heilpflanzen unserer Zeit ist, weil er wirklich den Parasympathikus aktiviert. Wir erinnern uns alle in der Schule, da gab es was mit vegetativem Nervensystem, zentralen Nervensystem, zwei aktivierende Stränge. Das eine ist der Sympathikus, das andere der Parasympathikus. Sympathikus ist derjenige, der aktiv ist, wenn wir vom Säbelzahntiger davonlaufen müssen oder gegen ihn kämpfen. Dann ist unser Gehirn aktiviert, dann sind unsere Muskeln aktiviert und der Rest unseres Körpers bekommt die Information, ihr habt jetzt Pause. Über Regeneration und Verdauung können wir später wieder sprechen, wir müssen jetzt erst überleben. Und wenn der Parasympathikus aktiv ist, dann haben Gehirn und Muskeln Pause und dann sind alle Regenerativkräfte am Arbeiten und unser Verdauungstrakt ist gut durchblutet und gut versorgt und wir können eben sozusagen in diese entspannte Situation gehen, wo Erneuerungsprozesse im Körper stattfinden, gell? Der Muskelaufbau nach dem Krafttraining, der findet nicht im Krafttraining statt, sondern der findet in der Regenerationsphase statt. Dann, wenn eben diese Reparaturmechanismen arbeiten dürfen. Wir brauchen also diesen Parasympathikus. Und wir sind heutzutage in einer Zeit, wo wir immer auf der linken Autobahnspur unterwegs sind und immer eigentlich Sympathikoton unterwegs sind und der Parasympathikus viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Um den Parasympathikus zu aktivieren, gibt es im Körper ein sogenanntes Endokannabinoid-System. Dieses Endokannabinoid-System wird eingeschalten, wenn der Parasympathikus aktiviert werden soll. Da ist es doch eigentlich clever, eins und eins zusammenzuzählen und festzustellen, eine Pflanze, die Cannabinoide enthält, wird eben genau jenes Endokannabinoid-System unterstützen und uns damit helfen, in diese Regenerationsprozesse zu kommen. Und das erklärt auch, warum man bereits so viele positive Wirkungen festgestellt hat für dieses eine Cannabinoid, das CBD, das so gut untersucht ist. Ja, das gilt aber eigentlich für die gesamte Hanfpflanze. Hanf ist etwas, was uns venusische Gelassenheit vermittelt, also einen super Entspannungszustand, in dem wir uns angenehm und wohlfühlen und in dem auch dann Regenerativkräfte aktiv sein können. Die Kamille ist in dem Tee noch mit drin. Die Kamille ist eine Pflanze, die uns hilft, übersteigerte Sinnesempfindlichkeit abzumildern. Und zwar ganz egal, ob das jetzt übersteigerte Sinnesempfindungen sind, zum Beispiel im Sinne von Reizdarm oder Reizmagen, wenn es also Sinnesempfindungen sind, die von innen rauskommen, oder ob das Sinnesempfindlichkeit ist, die mit äußeren Reizen zu tun hat. Die Kamille vermittelt in uns ein ganz starkes Geborgenheitsgefühl, ein mütterliches Geborgenheitsgefühl, also eine Form von innerem Schutz und bringt uns damit auf seelischer Ebene genauso wie auf körperliche aus Reizzuständen und aus Krampfzuständen raus. Krampfzustände, habe ich schon gesagt, das kann Migräne sein, das können Bauchkoliken sein, das kann seelische Verkrampfung sein, das können Menstruationskrämpfe sein. All das sind Zustände, wo die Kamille hilfreich ist. Traditionell ist sie für Tausende von Dingen eingesetzt worden. Sie hat ganz starke antientzündliche Eigenschaften. Sie ist bakterienfeindlich. Sie bindet die Bakteriengifte der Bakterien, die sie zuvor quasi abgetötet hat, auch gleich mit ab.
weshalb sie ganz hervorragend geeignet ist, wenn eben sich Fremdkeime im Darm eingesiedelt haben. Sie putzt Pilze raus. Sie fördert die Epithelisierung von Haut und Schleimhaut, weshalb man sie auf Wunden aufgelegt hat, weshalb sie auch bei Darmentzündungen oder Leaky Gut ausgesprochen interessant ist. Sie beruhigt bei Gastritis. Sie ist auf Geschwüren aufgelegt worden, um diese zum Abheilen zu bringen. Also sie hat ganz viele positive Eigenschaften und ist eben eine der Pflanzen, die uns auch hilft, in die Entspannung, in die Regeneration zu kommen. Die Minze kennen wir auch eigentlich als Kraut für den Magen zum Beispiel oder gegen Kopfschmerzen. Sie hat aber einfach auch weitaus mehr positive Eigenschaften. Sie ist schmerzlindernd und krampflösend wieder im Allgemeinen, also nicht nur bei Migräne, sondern insgesamt. Die Minze hat eine ganz starke entspannende und lösende Komponente und wirkt erfrischend, aber nicht erfrischend im Sinne von, das ist wie Kaffee und wir können dann nicht mehr schlafen, sondern erfrischend im Sinne von, es wird was gereinigt, es wird was neutralisiert. Wir neutralisieren den Alltag, der uns sozusagen vorher beschmutzt hat, sodass wir nicht in den Schlaf gefunden haben. Wir neutralisieren den Magen, sodass er uns nicht mehr reizt mit Magenschmerzen oder Sodbrennen. Die Minze neutralisiert die eigenen Schattenseiten, wie beispielsweise den unangenehmen Mundgeruch, der meistens ja mit dem Magen was zu tun hat. Ja? Also diese neutralisierenden Eigenschaften, die helfen uns, wenn wir zum Beispiel zu viel gegessen haben. Da ist sie ein gutes Erste-Hilfemittel, weil sie für eine schnellere Magenentleerung sorgt, weil sie den Magen eben beruhigt. Und diese neutralisierenden Eigenschaften helfen uns eben auch, wenn zu viel Druck um uns herum zu Kopfschmerzen zum Beispiel geführt haben. Das hilft uns aber auch beim Einschlafen. Himbeerblätter spenden sanfte Gelassenheit, ist ein ganz ein altes traditionelles Heilmittel, was ganz viele Gerbstoffe enthält, was hormonell regulierend wirkt. Wir kennen es in der Geburtsmedizin zum Beispiel, wird es heute noch verwendet, dass man also sagt, ab so und so vielen Wochen vor der Geburt sollten Frauen anfangen, Himbeerblättertee zu trinken, einfach weil das das Bindegewebe elastischer macht und dadurch bei der Geburt weniger Risse entstehen, weniger Verletzungen entstehen. Himbeerblätter werden eingesetzt traditionell bei Menstruationsbeschwerden, bei Wechseljahrsbeschwerden, aber sie haben eben auch diese seelische Komponente wieder, dass sie uns entkrampfen, dass sie uns entspannen, dass sie uns sanft in die Gelassenheit befördern, weshalb man die sehr schön auch abends eben trinken kann. Die Malve hat auch den Namen Käsepappel. Im Tee ist beides aufgeführt, weil einmal die Käsepappel als Kraut drin ist und einmal die Malvenblüten drin sind. Beide enthalten sehr viele Saponine, die unsere Schleimhäute pflegen, haben aber eben auch eine starke reizmildernde Eigenschaft, sowohl innerlich, zum Beispiel auf die Schleimhäute des Magen-Darm-Trakts oder auf die Schleimhäute der Atemwege, als auch eben seelisch reizmildernd, als auch äußerlich, wenn man jetzt zum Beispiel einen Absud von Malvenblüten hernehmen würde und Hautreizungen einreiben würde oder Insektenstiche einreiben würde, dann bringt das milde Beruhigung. Sie wirkt befeuchtend, sie wirkt wundheilend, sie ist antibakteriell. Also auch, es gibt kein Kraut, was nur schlaffördernd und beruhigend ist, gell? Das merken Sie schon, die haben immer viele Eigenschaften. Das ist ja das Tolle eigentlich an den Pflanzen, dass die so umfassend wirksam sind. Genau. Ja. Damit bin ich am Ende angekommen der Substanzen, die ich Ihnen jetzt für heute vorstellen kann. Ihnen ist klar, es gibt natürlich noch sehr viel mehr, was man für den Schlaf tun kann und zur Unterstützung des Schlafes tun kann. Wir sind jetzt auf L-Tryptophan und 5-HTP zum Beispiel gar nicht weiter eingegangen. Es gibt noch einen riesigen Blumenstrauß an Pflanzen, die sich da in den Vordergrund drängen. Aber der Abend ist kurz und wir müssen irgendwann mal ja auch zum Ende kommen, damit wir den Bildschirm ausschalten können und nachher gut schlafen können. Ganz kurz will ich Ihnen noch sagen, warum ich Evolution gut finde. Ich bin als Heilpraktikerin durchaus interessiert daran, meinen Patienten Dinge aufzuschreiben, die eine gute Qualität haben. Und eine gute Qualität hat bei mir eben dann mehrere Hintergründe sozusagen. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir in den orthomolekularen Substanzen wirklich Reinsubstanzen haben. Wir haben keine Schadstoffe drin, keine Zusatzstoffe drin. Wir haben die Ausgangssubstanzen so weit wie möglich irgendwie regional aus Wildsammlung oder auch aus biologischem Anbau, je nachdem, was verfügbar ist. Wir haben bei den orthomolekularen Substanzen eben sehr, sehr gute Dosierungen, sehr gut anwendbare Dosierungen, die eben
oftmals im Verbund daherkommen, sodass sie sehr gut bioverfügbar sind, sehr gut aufgenommen werden können. Die Kräutertinkturen sind eben nach spagyrischen Grundsätzen hergestellt, also nach traditionellen Grundsätzen hergestellt, die sozusagen die schädigenden Wirkungen von der Pflanze ausklammern und die positiven Wirkungen verstärken. Das sind paracelsische Grundsätze eigentlich, der gesagt hat, eigentlich ist eine Pflanze an sich als Heilmittel noch nicht vollständig, sondern es muss vervollkommnet werden durch die Hand des Alchemisten. Und damit hat er die spagyrische Zubereitung gemeint. Die ist eben hier auf jeden Fall gegeben. Deswegen haben wir Mittel, die sehr mit sehr niedrigen Dosierungen sehr wirksam sind und tatsächlich nicht ausschließlich auf körperlicher Ebene ansprechen, sondern sehr ganzheitlich wirken und eben auch einen sehr starken seelischen Aspekt haben. Dadurch haben wir eben Mittel, die sehr umfassend wirken, die sehr positiv wirken und die den Menschen auf all seinen Ebenen erfassen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie dabei waren zum Thema gesunder Schlaf. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Webinar wiedersehen. Wenn Sie weitere Webinartermine nachschauen wollen, finden Sie die auf www.evolution-international.com. Und wenn Sie mehr von mir wissen wollen, finden Sie mich auf www.jump-on.eu. Es gibt auch Bücher von mir und Informationen zu meinen anderen Vorträgen und Seminaren finden Sie natürlich auf meiner Homepage auch. Da stehen auch die Evolution-Termine mit drauf. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich sehr, dass Sie dabei waren. So, und jetzt gucke ich mal in den Chat, was hier noch alles reingeflogen ist. Wenn Sie noch Fragen haben, das ist ja der Vorteil beim Live-Webinar, dass Sie jetzt noch Fragen stellen können. Da bin ich gerne noch zur Verfügung. Jetzt schaue ich mal, das war hier alles noch das Thema Ton. Ich bin froh, dass das jetzt hingehauen hat. Danke für die Geduld. Hier ist die Frage, was würde ich empfehlen, wenn alte Menschen sehr stark auf den Mond reagieren, meist Neumond bis zunehmender Mond und es dann hier zu Schlafstörungen kommt? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Menschen, die sehr stark mit dem Mond leben oder sehr stark auf den Mond reagieren. Da würde ich jetzt natürlich wahnsinnig gerne ins Horoskop gucken. Im Horoskop sieht man dann meistens auch eine Mondstellung, die entsprechend ist und entsprechend fühlig ist. Da ist zum Beispiel Silber eine ganz, ganz tolle Arznei. Gell? Silber gibt es in verschiedenen Varianten. Wir haben bei Evolution ja auch die Silberessenz. Und Silber ist sozusagen der stoffgewordene Mond. Und wenn ich einen Mondprozess integrieren muss, Schlaf an sich ist auch schon ein Mondprozess. Und wenn der dann vom Mond, von dem er ja regiert wird, gestört ist, dann möchte ich gerne versuchen, den Mond im Menschen zu harmonisieren. Und das macht man in der anthroposophischen Medizin beispielsweise oder auch in der spagyrischen Medizin über die Metalltherapie. Das heißt, ich würde hier einen Versuch machen mit der Silberessenz beispielsweise. Oder man versucht dann, mondhafte Arzneien rauszusuchen. Eine Arznei, von denen ich jetzt heute genannt habe, die jetzt sehr stark mondhaft wäre, ist zum Beispiel der Baldrian. Also auch das kann dann hilfreich sein, weil der dann eben erdet und diese starke Energie des Mondes so ein bisschen abschirmen hilft. Man kann auch eine Kombination machen aus beidem, dass man sagt, ich gebe eine Silberessenz und einen Baldrian dazu. Dann habe ich Pflanze und Metall und habe sozusagen ein ziemliches Allround-Programm. So, da kommen viele Dankeschöns. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und fürs so lange Durchhalten. Bin gerne noch bereit, Fragen zu beantworten, wenn noch welche da sind. Wenn keine Fragen mehr kommen, dann will ich Sie gar nicht oder euch gar nicht länger aufhalten, sondern entlasse euch in den Feierabend und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Evolution Webinar wiedersehen. Bis bald und schlaft gut oder schlafen Sie gut. Tschüss.